Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jacked Aliens 3. Ja, der EP ist schon im Hintergrund am Lachen, ich weiß nicht genau warum. Nein, ich habe mich verschluckt, ich wollte gerade erst erbrechen, aber erbrechen. Das habe ich noch gerade überwunden. Die Gameplayerin ist am Anmoderieren und der EP abbricht sich gleichzeitig. Das sind doch tolle Aussichten und das ist ein toller Start in diese Folge. Also, mein Team ist so gut wie tot, mehr oder weniger. Also ja. Zwei Leute. Epis Team hat sich voll im Hintergrund gehalten und möchte gerne alles übernehmen, sobald ich dann komplett abgenippelt bin. Genau, ich übernehme vor allem dein Geld dann. Ja, stimmt, das übernimmt. Oh, boah, du Sau. Satellitenansicht, ja. Wir müssen jetzt zu Ernie und Bert. Das war jetzt bei H2, sollten wir es eigentlich mal. Aber da sind genauso viele Gegner. Ich hoffe, dass wir das irgendwie schaffen, weil, wie gesagt, also mein Team ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Das sind keine Ärzte oder so, ne? Wir können doch jetzt unsere Team. Können wir nicht hier wechseln? Ach nee, wir haben nicht die Möglichkeit zu tauschen, ne? Ja, Operation Trupp ist unterwegs, steht da nur. Aber warte mal, Charlie Trupp, es gibt aber einen. Trifft 1, 2. Ja, das ist eigentlich die Verstärkung, die direkt mitkommen sollte. Aber anscheinend kann jeder wirklich nur 3 Leute mitnehmen. Und ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich laufen deren Verträge dann. Kannst du die Verletzten austauschen gegen einen anderen? Ne, das geht nicht, oder? Können wir nicht sagen, warte mal, dass die. Ne, also ich kann die nicht dahin schicken, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wir haben das Geld mal wieder umsonst ausgegeben, wie das immer so ist im Leben. Also wir nehmen uns jetzt die Killerbienen vor und werden vermutlich dabei sterben. Aber ich will nicht zu viel verraten. Ich schicke uns mal einfach dahin. I have reached the destination now. Wie, du hast die Zielorte erreicht. Du bist aber gar nicht losgegangen. Hallo? Wie? Du bist doch noch in der Karte, oder nicht? Na jetzt. Jetzt kommen die anderen an. Willst du mich eigentlich verkackeiern? Ach so, kannst du da jetzt die tauschen? Nee, kannst du nicht. Schwerverletzte Söldner einer. Wahrscheinlich ist das hier mein MD ist schwerverletzt. Ja, aber sie auch bald. Also. Ja, also der wird nicht mehr. Also ein Schuss, den wird er wahrscheinlich so das zeitliche sehen. Ja, deswegen habe ich ja auch diesen Cut gemacht, ne, beim letzten Mal. Wenn wir jetzt versagen, können wir das alles nochmal neu aufnehmen. Nein, das geht nicht. Ich habe nicht gespeichert. Schäm dich. Drück einfach. Ach so, ich muss wieder. Ach, yes, this is not who you are. Robbery, slavery, murder. How can you take part in such things, my son? Do not call me that. It is not for you to say who I am, but I will tell you one thing. I am not soft and weak like you. This country needs strong people and a brave leader like the Major. Is this why your leader has kidnapped President LaFontaine? To prove how brave he is? LaFontaine is a fool. The Major was right to take him down, and now I'll capture his daughter as well. She fled to this island like a coward, just like you and your friends did all those years ago. Mon Dieu. I have to warn her. You have to sit on your ass and do nothing. My men should have captured her already. Now stop wasting my time. I need to go back to the fort and report. Yes? We have enemy. So, nach Belieben einsetzen. Ach, meine Söldner nach Belieben einsetzen, nicht meine Fingernägel, bitte, ja? Ich sag jetzt lieber nicht, wo ich gerade gegengeknallt bin. Sieh dir die Karten an, such nach Infos, positioniere alle Söldner und drücke auf Einsatz, um fortzufahren. Ja, wahrscheinlich kannst du das auch mal. Ich würde sagen, dass wir relativ weit unten trotzdem anfangen, weil wir uns da frei bewegen können. Siehst du meine Aufgabe? Also ich kann nur in so einem Bereich hier, in so einem Streifen mich gerade bewegen. Ja, stimmt, wir können da oben gar nicht. Ja, also ist eh egal. Ich setze mich jetzt hier hin so. Ich gehe mal in Deckung hier hinten. Hä? Ist das? Okay. Da hinten läuft. Oh Gott, das ist aber was anderes als das, wo ich war, oder? Also da hinten ist jemand aufs Dach gegangen. Den könntest du da gut runterbomben, mal. Dann wird das Dach rein. We have agreement. Wieso kann ich hier nicht reingucken?
Den könnte ich gut runterbomben. Sure, we'll get there. Ja, aber wenn ich den angreife, greife ich die anderen vermutlich auch an, oder? Warte mal. Also in dem Häusern sind hier geradeaus ist noch ein roter. Wo? Ja, ja. MD present. Und da kommt einer um die Ecke. Kalina hier. Ja, der ist jetzt in das Haus gegangen. Kommt. Understood. Nee, kommt I have raus. Spotted a thing that wants an investigate. I have the villain in my sights. Also bis jetzt habe ich nur drei gefunden. Challenge. Ja, super. Ich konnte nur... Oh, danke, dass ich... Du hast gesagt, ich soll den wegballern. Ja, aber das hat nicht gewirkt. Hello, doch, der ist schwer verletzt gewesen. Also, der ist schwer getroffen worden. Aber das macht ihm anscheinend nicht allzu viel aus. How can I assist? Das ist natürlich jetzt eine scheiß Position. Moving, as of this moment. I will shoot at enemy when available. Genau. Und du bleibst mal ein bisschen im Hintergrund. Moving. Ne? Stat. Überwachst mal die Seite so ein bisschen. Yes? Und du kannst ja sowieso nichts mehr machen. Du legst dich am besten mal hin, würde ich sagen. Du kannst dich nicht mehr hinlegen, natürlich. Auf ins fröhliche Sterben. Oder wie war das bei Teso? Wie kann man das über... Ach, die Überwachung geht wieder... Ich vergesse das immer, dass das... Musst du dann auch ab... Ja, das ist... Was ich halt sehr blöd finde, dass das so AP oder TP ist, glaube ich, mäßig abhängig ist. Also ich fände es besser, wenn du dann immer danach etwas machen könntest, weißt du? Ja, der hat verkackt den Schuss. Oh gut, dass ich... Wieso liege ich jetzt doch da? Nein, der ist einen Millimeter aus dem Bereich, oder was? Wollt ihr mich jetzt hier... Euer Ernst? Barry Unger. Hä? We have agreement. Wieso kann ich den... Der ist schwer verletzt innen drin, aber den kann ich nicht nochmal erschießen. Hä? Wieso hat der keine... Bei einem Schuss hat er schon kein Dings mehr. Mal kurz so. Hallo, darf ich was sehen hier? Wie geht der denn jetzt hin? Enemy has good visibility. Wie außer Reichweite. Hä? Ja, du musst näher ran. Den Mist habe ich jetzt auch. Da habe ich zu wenig für. Yes? Ach nee, das war doof. Jetzt hat mir jetzt nicht der voll die Breitseite. Da geht die Reichweite nicht so. Das Problem ist. Oh, ich mich jetzt so schockiert. Das Problem ist halt, den brauche ich noch. Das ist alles eine blöde Position. Also ich kann nicht... Warte mal, kann ich nur was machen mit dem? Wenn ich jetzt mit dem nach vorne rücke, dann wird der erschossen. Das weiß ich jetzt schon. Ja, ich kann auch nicht mehr machen. Also ich habe meinen Zug abge... Okay, will do. Das war dämlich. Genau, spring mal einfach da durch. Alles kein Thema. Wo geht der hin? Ach, der setzt sich hinterm Baum, aha. Ja. Das ist der Sanitäter. Der soll ja eigentlich gar nicht beschossen werden. Aber ich verstehe... Du stehst da übrigens relativ... Ja, ich konnte ihn nicht mehr hinlegen. Da braucht man auch AP für. Ja, das Problem hatte ich auch. Fast tot ist schon mal... Verletzten. Den Schwerverletzten habe ich noch erwischt, aber der wird mich jetzt treffen. Aua. Ah,
Aber, no, der We must keep our minds in sharpness. Good position to shoot. Ja, 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 ich hab... Oh. Ja, ich hab aus Versehen mit Rot gemacht. Das war jetzt ganz gut. Das kann ich nicht mehr. Doch. Hä, das mit dem Runterliegen können sie anscheinend doch noch. Keine gültigen Ziele in Reichweite. Freies Zielen. Ach so, weil die... Ladehemmung. Ja, ich habe eine Ladehemmung an dem Ding. Wenn sie im schlechten Zustand ist, der Söldner muss eine Aktion verwenden, um die Ladehemmung zu beheben. Aber je nach Technikwert könnte der Zustand der Waffe sich noch verschlechtern. Hast du noch eine andere Waffe, mit der du wechseln kannst? Wahrscheinlich nicht, oder? Das war dumm, ey. Das war echt dumm. Außerhalb des Kampfs kannst du die reparieren lassen. Ja, toll. Wir sind aber gerade im Kampf. Keine Sicht, das ist ein Scheiß. Hallo. Das hat dir überhaupt nichts gebracht. How can I assist? Na? Was denn? Du bist dran. Ja, ich bin noch immer am Machen hier. Ich weiß noch nicht so recht, ob das geht so. Du hast gerade mich erschossen! Du hast mir in den Hintern geschossen! Hallo? Willst du mich verarschen? Nee. Ich hab das auf Video! Du hast mir voll in den Hintern. Oder ja, den Hinterkopf, dann wäre ich wahrscheinlich ganz tot. Ich hab mich ja sogar noch beschwert gerade. Ey, weh, du schießt nochmal auf mich. Ich bin am Bluten. Und das ist nicht, weil ich meine Tage habe. Der eine ist fast tot und ich gleich auch, wenn er so macht. Ja, du könntest mit dem reinspringen und einmal auf den schießen. Dann müsste der einfach sterben. Wie kann man da reinspringen? Der macht das bei mir nicht. Oh, oh. Oh. Was war das? Du mich Das war ich nicht, das haben die gemacht. Erst schießt der mir in den Hintern und dann lässt er hier neben mir was explodieren. Take care of my Babusia if I die. Du kümmerst dich jetzt um ihre Babusia. Oder ist das was Perverses? Nein. ich schwöre dir, du hast die auf dem Gewissen. Die wäre nicht so schwer verletzt gewesen. I will survive. Sowas nennt sich dann no Team, weißt du? Dies from wounds. Was ist das denn hier? Unvermeidbarer Schlag, ein Fernangriff, dadurch die Schaden. Achso. Pass auf, wenn ich eh tot bin, dann hock dich hin. I have a good shot. Und mach den platt. Du bist Scharfschützin, oder? Ich weiß nicht, mach mal vorsichtshalber. Hey, ich hab den verfehlt! Nein, der. Dort. Oh. Hä? Hat meine jetzt geschossen oder nicht? Ey, was ist das für eine Scheiße? Ganz ehrlich. Hat die jetzt geschossen? Weiß ich nicht. Do it. Ganz andere Probleme gerade. The villain is helpless before me. I have the villain Problem in ist, my sights. Dass die Waffen grottig sind und das Movement bei mir auch gerade grottig ist. Status also versperrt. So. Also ich habe meinen Zug beendet, ne? Wo bist denn du da? Da. Ja, aber jetzt verstehe ich. Oh. Jammer nicht so. So. Der eine ist fast tot, da stehst du aber daneben, da muss ich nicht hingehen, ne? Das denn ja, aber den habe ich mit dem Messer verfehlt, obwohl ich neben dem stehe. Very ungern. Oh. Wie very hast ungern. Du, hast du noch irgendwelche Züge, die du machen kannst? I am in movement. Ah, ja. So, warte mal. Hier mal.
Puncture wound. Massive hemorrhaging. Applying pressure. Ja, das ist schlecht. Ja, krabbel mal was weiter. Und dann bewachst du den Teil. I'll shoot at anyone I see. I mean, bad guys. Sie können ja nichts mehr machen. Just the bad guys. Ja, war klar, dass er jetzt extra rechts rauskommt, weil ich das nicht gemacht habe. Hallo. Dieses Ungenaue macht mich so fertig, ne? Ganz ehrlich. With certainty. Hä? Wieso muss ich jetzt was bewegen? Enemy has good visibility. Nein, du solltest in den Kopf schießen. Hallo? To die in the Legion is to have truly lived. Okay, der... Na, es hat ja super funktioniert. Der eine ist down hier bei mir. Kalina hier. Alright. Also bei dir hast du keinen mehr, nur noch den linken, ne? Ich kann aber auch nicht überwachen. Dann lege ich die mal lieber hin. Ready to do stuff. That is not friendly. Ich getroffen, aber jetzt kann er nichts mehr machen hier. Going there? You mean right now? So. Ja, der wird mich jetzt hier. Du musst auch mit einem noch was machen können. Ja, ich weiß. Oh, der ist aber auch gut verletzt, meiner. Der ist fast down. Oh, ja. Die sind beide fast tot, ey. Der oh, Typ Mann. Wird jetzt voll auf mich drauf schießen, weil er zu dumm ist, um den in den Kopf zu schießen. Also meiner. Sollte den ja nicht anschießen in seine Weste, da sollte der in den Kopf schießen. Aber ich konnte das nicht auswählen. Auf einmal fing der an zu schießen. Messer werfen? Kann ich Nahkampf machen? Oder brutal? Was? Ich will keinen Angriff machen. Ich will einfach nur... Da hingehen. Bronza! Am Bodenstatus. Einer meiner Söldner ist am Boden und ich sehe nicht, was hier gerade passiert. Mein Baba ist ja weit. Welcher ist denn da? Der hinten, Baba Yaga, take my body. Todeschance moderat? Nee. I am hurt badly. Hä, wieso kann ich mit dem nichts machen? Hä? MD present. Wieso kann ich mit dem, der direkt vor ihm steht, nichts machen? Ich hab den jetzt nicht verfehlt. Ach so, ja, okay. Okay, so far so good. Anyone wounded? Ja, ja, ich weiß noch welche, aber ich muss erstmal irgendwie mich heilen. Oder was. Oh, Mann. We have agreement. Wo ist denn die. Warte mal, gehe ich erstmal mit ihm? Wie kann man. Ich verstehe es nicht, wie man sich heilen kann. Ich verstehe es nicht. Zu ihr? How can I assist? Du brauchst den Mediziner, das ist ja das Problem, aber ich habe nicht genug Kräuter. Ja, aber das ist doch Mist, dass man das nicht so auswählen kann. Warum der wahllos dann einfach drei nimmt von denen, die ich da... Warum ich nicht das zusammenstellen kann, wie ich möchte? Ja, wenn wir drei jeweils... Aber ich meine, dann hätte man auch schreiben müssen, am besten, man darf nur drei mitnehmen pro... Weil anscheinend kannst du nur auch dich heilen. Du kannst mich gar nicht heilen, oder was? Do stuff! Das weiß ich nicht, das haben wir ja noch nicht ausprobiert. I have gratitude for medical assistance. MD present. So, Moment. Voller Gesundheit bei voller Gesundheit bei voller Gesundheit.
Also Steroid kann ich heilen. Ja, aber der war fast voll Gesundheit. Die anderen sind, der da vor der Tür steht, der Omrin, der war ziemlich down. Ja, das Problem ist, ich krieg deine APs nicht hoch. Ich kann halt nur die Gesundheit, was auch immer das heißen mag, hochmachen. Das habe ich bei der einen ja auch schon gemerkt. Da gehst du, wenn überhaupt, eine Stufe minimal... Ja, okay, bei dir war es jetzt was mehr. Kannst du den anderen auch heilen, der hinter der Tür steht? Ja, ich bin schon dran. Aber... Ich verstehe nun ehrlich gesagt nicht den Unterschied zwischen der Gesundheit und deinen Punkten, die du hast, diese Gesundheitspunkte. Eigentlich ist es ja das Gleiche für jeden, der so darüber Michael nachdenkt. Michael hier. Weil die sind jetzt so down bei mir. Warte mal, kann ich hier in Satellitenansicht, lass mich mal eben was gucken. Ich kann nicht auf Operationen. Och, weil wir diesen dämlichen Konflikt haben. Was soll das denn wieder? Eigentlich ja, will ich ja nur was anderes machen. Aber ja, dafür müssen wir die anderen erstmal beseitigen. Aber das ist natürlich blöd. So, sind die wieder nicht mehr alle ausgeführt? Ja, wir müssen jetzt quasi halbtot weitermachen. Warte mal, hier drin ist noch was. Also ich hab mal geschaut, ob ich hier... Aber ich hab keinen gefunden bis jetzt, oder? Die Tarnung ist so perfekt. Hast du auch mal geguckt, was du so plündern kannst? We're moving? We're moving. Bei mir zeigt er nichts an. Normal. Achso, da drin habe ich... Technik, klickbares Gerät. We're going, right? Ich kann, glaube ich, nicht hacken hier, oder? Den hast du jetzt, Steroid kann genommen. Hacken, warte mal eben. Kann ich nicht mit dem reden? Wo ist das hackbare Gerät? We should wait for the bullets and the screaming to stop first. Irgendwo hier drinnen hat er es mir gerade angezeigt, aber... Nö. Oder zumindest als ich hier durchgelaufen bin. Warte mal, der hat das angezeigt, als ich glaube ich hier war. Da war ich aber gerade auf dem Weg zur Küche. Da meinte ich jetzt aber nicht hier die Türen, oder? Ja, die Türen kannst du zumachen. Warte mal, hier. Hacken mit Kalina kann ich. 1000 Gold. Also Geld. Alright. Sehr schön. Können uns die Söldner von. Da oben rechts ist einer. Zwei habe ich identifiziert. Yeah, Level 1. Da hinten, Achtung, ja. Achtung, da ist einer, ja. What? Really? Yeah. He's writing Legion in English, like a dick-sucking foreigner lover. He never has. Oben kann ich im Moment keinen sehen, aber ich weiß halt nicht, wie viele das noch sind. Warte mal, wie viele haben wir geschossen? Drei, oder? Da müssten hier theoretisch auch... Nee, das waren eins, zwei, vier, oder? War nicht rechts zwei drin? Warum markiert er jetzt alle? Warum geht er weg? Ich habe doch nur zwei markiert. Jetzt treffen die sich alle drei wieder. Ja, machen fröhliches Kuchenkuscheln. Ja, ehrlich, ey. Wofür macht man das so, ey? Achtung, der kommt in deine Richtung. Ja, ich habe zwei Feinde hier auf der Seite. Soll ich nach oben kommen und wir greifen so an? Pass nur auf, ich habe schon einen sehr negativen Kontakt mit Autos gehabt, weil die explodieren. Erst fangen die an zu brennen, dann solltest du direkt im nächsten Zug weggehen, weil die explodieren. Sure, we'll get there. Enemy exists over there. Hallo. Oh, zur Waffe wechseln bitte, genau. Nachladen, schau mal, bevor du irgendwo angreifst, ob die alle nachgeladen haben. Ja, einer hat nur ein Messer noch. Kannst du die Waffe umwechseln? Ja, der hat die Ladehemmung, aber ich verstehe nicht, wie das geht. Mal, was immer halt. Steht eine Chance auf Ladung. Die Waffe ist nicht mehr verwendbar, bis die Ladung von einem Söldner behoben wird. Naja, aber... Oh, er hat euch entdeckt, glaube ich. Hä? Wie denn? Weiß nicht, der hat ein rotes Ausrufezeichen. Ach ja.
Ich hab nichts gemacht. Drei Stück, ja. Puncture wound. Ja. Massive hemorrhaging. Applying pressure. Was? Das ist in dir. Dann lasse ich erstmal ein bisschen hier. I guess. Wer lacht denn da so komisch? Was macht der jetzt? Hallo, du sollst das kontrollieren. Got it. I'll shoot at anyone I see. Ich nie diesen Überwachungsmodus anmachen. I mean, bad guys, of course. Just the bad guys. Wenn ich mich dahin stelle, glaube ich, steht was im Weg. Wenn ich mich dahin stelle, haben die aber freies Schutz. Freies Dings, das ist das Problem. Schussfeld. So, das wollte ich sagen. Warte mal, hier. Da ist der hinten natürlich noch. Ist alles irgendwie scheiße. Ich kann auch direkt nach vorne gehen, aber dann ist sie direkt tot. Hm. Die hatte doch gerade noch. Also ich habe den Zug jetzt beendet, aber. Ich weiß nicht, ich mach's jetzt so. This should do it. Deckung gehen Streifschüsse. Ach, die sind in Deckung gegangen, willst du mich jetzt? Ja. Also die müssen jetzt gucken, was die jetzt machen. Ich habe überwacht von dem einen hier auf die gemacht, aber. Keine Ahnung, die müssen ja irgendwas tun jetzt. Na komm, machen wir's so. Kill one of us and we kill 10 of you! Ah, jetzt kommt der nicht ernsthaft hier rüber gelaufen. Aber der ist ja mitten auf der Dings, aber der will ich da nicht treffen. Oh, das ist leider daneben geschossen. Ja, Streifschüsse, weil die in Deckung sind, das ist das Problem. Wieso geht der da hinten? Ja, weil er meinen treffen will. Ach so, da ist deiner. Ach so. Scheiße. Ja, du hast mich auch verletzt, aber... Ja, natürlich geht der voll raus jetzt. Überwachung fehlgeschlagen. Ja, klar. Damn, they are hard to get. We need to aim better. Warte mal, da ist jetzt ein Loch. Das heißt, wenn er ganz fies ist, geht er mir wahrscheinlich da in den Kopf. I'm flanked! Mir doch egal, halt die Klappe. Was ist denn, wenn du hier hingehst? I am seeking cover! Und in Deckung gehst. I will survive. Und dich opfern wir jetzt. No great mal. Hero dies from wounds. Hä? Der stand neben ihm und hat ihn nicht getroffen. He have a good shot. Wieso will die jetzt auf den schießen? Hallo? Nein? I have the villain in my sights. Was? Ja, Gott sei Dank. Ten of you shall fall for every one of us! It is best to hit them in the head. In case they are cursed. Falls sie verflucht sind. Michael here. Pass auf dich. Setzen wir mal so, dass du weiterhin den Bereich hier überwachst. Für alle Fälle. Problem ist, der wird wahrscheinlich jetzt noch da vorne laufen, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, natürlich. Er läuft sogar um die Ecke, der Penner. Ja, aber der kann nur einen Schuss machen, oder den? I am injured. Der ist jetzt verlangsamt. With very many wounds. Der war gut. Ich hab der war noch besser. Ja, der war super. Ja.
Warte mal, und den anderen werde ich von hinten jetzt hier versuchen. Mal mit ihm. Ach, der hat die Ladehemmung immer noch. Ich krieg die ja nicht weg. Warte mal, Kommunikation. Ach, das war's schon. Hefft euch ins Knie, ihr Scharfschützen. I'm sure I hired the right people. I'm going to be leaving for Port Cacao, where I'll try to find some leads about my father. But my main hope remains with you. This is Santiago. It looks like you certainly are the answer to our problems with the Legion. I have sent you an email with the details regarding our partnership. Good luck. Good luck. Das heißt, was ihr nicht sehen könnt, dass ich jetzt gerade hier innerlich am Tanzen bin vom Monitor. Und ich klaue ihm jetzt erstmal hier seine Munition. So, die ist für alle da. Zack. Du musst auch mal bei deinen Leichen gucken, ob du da irgendwo was plündern kannst. Nee, das machst du ja immer. Wieso? Ich habe einen geplündert. Du hast ja wohl mehrere da hinten, die noch erschossen worden sind. Ah, ich sehe hier nur nicht, wo du was plündern könntest. Kann ich jetzt so nicht rübergehen? Nur ich kann hier bei keinem. Kannst du. Let's go for a walk! Geh mal da, wo ich jetzt stehe, da in das Haus. Da kannst du was plündern oben. Geh mal da rein. Ja. Du sollst da reingehen und nicht die Tür zumachen. Ja, ich wollte auf Plündern drücken, aber der macht die Tür zu. Altmetall kriegst du wahrscheinlich. Wo ist ein Steroid sein Zeug da? Hä? Der hat. Nee, wer hat den Schrottfinte jetzt? Der geht umrennen. Da. I heard there's some good scrap you can find out in the rust. Ja, aber wofür sind die Binden? Warum kann man sich selbst damit heilen? Binden sind in der Regel für, wenn man seine Tage hat. Nein, die. was haben wir denn hier noch? Hier war doch gerade irgendwas. Hier, wo ich gerade drin stehe, da sollst du irgendwie Altmetall noch herkriegen. Ach, hier! Ich nehme mal das Auto auseinander. Drei Teile haben wir bekommen. Sehr schön. Ja, die sind allgemein, so wie ich das verstanden habe. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier alles. Was ist denn mit dem Feuer? Da kannst du gar nichts mehr machen. Hacken, das können wir auch noch. Sag mir bitte, wir gehen. Ja, wir haben 1000 Geld. Sehr schön. Bauteile kommen später noch. Aber das ist wichtig, dass wir da so viele wie möglich von mitnehmen. Wir laufen hier einfach hin, befreien die und als Dank dafür plündern wir einfach deren Sachen hier. Das ist so super, oder? Ich meine, der Sinn des Krieges, sure, oder wie we'll war das? Ich denke, da sind items hier, Beuten, nachdem man sie dann gerettet hat, sozusagen. Schlosserwerkzeug. War das nicht was, was sie eigentlich bräuchte? Und ein Messer. Ja, bei ihm kann ich es nicht reinmachen, ja. Hast du noch was gefunden? Nee, ich bin gerade woanders drin. Weil irgendwie habe ich die Waffe jetzt Ladehimmel beseitigt und jetzt steht, dass die Waffe kaputt ist. Ja, das haben sie ja gesagt, dass das passieren kann. Ja, und dann kann ich sie entweder aus Schrott machen jetzt, oder ich kann sie einfach wegwerfen. We will do. Als Schrott, meinst du? Also, dass man die, dass ja, man dass Schrottteile die geschrottet angefangen. Ist. Ja, ja, genau. Sure. So, warte mal, wo haben wir denn hier? MD present. Zack. Volle Gesundheit. Ich kann nicht noch heilen. Ich verbinde hier mal den Hintern, okay? Warte mal, ich lass mal was fallen. Guck mal, ob das geht. Guck mal, hier bei dem Steroid hier. Ne, wo ist der Steroid überhaupt? Der ist über mir. Der hat, glaube ich, einen Rucksack zwischen den Beinen oder so. Ja, nimm das mal weg. Das ist ein Verbandskit oder so. Nimm das mal ab. Ready to do stuff. Wo? How can I assist? Kann ich nicht nehmen. Geh mal da weg vielleicht mit dem, ob man das da nehmen kann. Ah ja. Erste-Hilfe-Kasten. Ja, ich hab noch mehr irgendwie. Vielleicht, wenn ich das nicht nutzen könnte.
Hello. Also Steroid ist komplett geheilt, aber der... MD present. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Du bist noch nicht geheilt. Ne, der nicht, ne. Wobei geheilt ja wirklich gilt bei voller Gesundheit, was auch immer das heißen mag. Also das, was ich nicht verstehe. Jetzt sagt er mir, ich kann gar nicht mehr. Wahrscheinlich, weil die anderen alle quasi bei voller Gesundheit in Anführungszeichen sind. Ready to, do stuff. Hallöchen. First, they kidnap the president. And then they come for his daughter. Monsters. Monsters. Die hat auch Gült gesehen, glaube ich. Mein anderes Let's Play aktuell. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir hier nichts mehr plündern können, wenn du dir sicher bist. Moment, Moment, hier hinten könnte noch was sein. Nee. Hier vorne eigentlich schon mal drin? Achso, doch, wo hier die... Ja, ja, doch, da waren wir drin. Okay. Der Wagen vielleicht noch, weil du sagst, der würde explodieren gerne, ne? Ja, ja, Wagen und so habe ich geplündert, da habe ich uns Teile für rausgeholt. Who are you? Oh, also. You are soldiers, but not with the Legion. Who sent you? Emma LaFontaine hat uns geschickt. Soll ich ihr das sagen, Jo, ne? Ihm meine ich. Mm-hmm. Emma? The President's daughter? She's alive? I am so glad I tried to leave the village to warn her about the Legion troops trying to capture her. But my son Pierre didn't like that. He commands the Legion forces here on the island, but he's not really one of them. I mean, he's not like them. He's a good boy. Please, if you are here to fight the Legion, please try and spare my boy. Ja, Pierre ist ein Verbrecher, ja. Es soll ja viel mit Entscheidungen zu tun haben hier in dem Spiel, ne? Ich würde normalerweise sagen, wenn der Vater das schon sagt, dass wir wahrscheinlich sagen, wir tun unser Bestes, vielleicht hilft er uns da nur oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Mach mal. Thank you. You have a heart of gold. Now I have some hope for the future. Wir haben Loyalität gewonnen. Was hat es denn mit Pierre auf sich? He doesn't understand the choices I've had to make. He doesn't respect me, so he won't listen. But he might listen to you. He's just misguided. Make him see that what he is doing can only end in his death. Also merkt ihr das, dass die Taten den sicheren Tod bringen? Welche Entscheidungen denn? After my wife was killed by a band of river pirates, I convinced a group of friends to move with me and my son to Elny Island, away from all the fighting. But Pierre, well, he doesn't understand why I did not seek vengeance, so he ran away and joined the Legion. Also ist Pierre einfach fehlgeleitet? Pierre always had a sense of honor. But the Legion corrupted him, made him do bad things in the name of discipline and strength. Now he can't tell the difference between justice and cruelty. Tja, Disziplin und Stärke haben auch nichts mit Krieg zu tun. Erzähl uns mehr über Irony Island. Pierre hates this place, but he also wants to protect it. When my friends and I came here, we dreamed of building a safe haven in his own way. So does Pierre. Und was ist mit Tinhay passiert? He was my oldest and dearest friend. He used to take care of my son when he was little. But when Pierre came back with his new Legion friends, they slaughtered old Tinhay like a dog in the street. And Pierre just watched and did nothing to stop them. Farewell. Au revoir. Ja, traurige Geschichte irgendwie. Was ist, achso, mit den Typen? I saw you handle those Legion thugs. Not bad. I don't expect you did it for free, huh? We don't have the money to pay for your protection. Ja, dann sind wir halt doch wieder weg.
Ein wenig Geld könnt ihr doch erübrigen. Wir verlangen keine... Na... Sollen wir die erpressen oder sollen wir sagen, wir verlangen keine Bezahlung? Ich meine, wir sind ja gute Söldner, oder? Auch wenn uns das Söldner wahrscheinlich... Söldner sind aber eigentlich immer aufs Geld aus, ne? Also sind wir nicht der The Witcher-Söldner sozusagen, nee, sondern nee, nee. Der... Also willst du das Geld holen? Das wäre aber... Also ich denke mal, dass wir in der Moral wahrscheinlich steigen, wenn wir sagen, wir verlangen keine Bezahlung. Dann machen wir kein... Wir verlangen keine Bezahlung. Ich hab den Epi überredet. Ja! Really? I can't see how that works for you. But I wouldn't say no to a good thing. If you really need to help us, you better do it before the Legion returns and someone else gets killed. Or were you just planning on running off like those other mercs? Eigentlich wollten wir abhauen. was für Hilfe benötigt ihr denn? We don't know how to fight the Legion. There's not a single person here who has military training. I can teach my nephew over there how to fix a gun, but not how to use it. I am very good at both, but not very good at teaching. If you would help me assemble a militia, we may stand a chance against those bandits. Ja, ist das denn alles, womit wir helfen können? Well, some time ago, I had buried a few old rifles. I could clean them and do some repairs, but that's hardly enough to defend ourselves. I know there should be at least one machine gun left over from the war hidden around the island. If you bring it here, I can fix it up and we can mount it somewhere with a clear field of fire. Machine gun? Ah, now you're talking my language. Amerika, ich sag's ja. Wurde jemand getötet? My friend Tine. When the Legion came and started plundering, he shot at Pierre from a sniper spot. He missed, but they caught him later. And if I find the guy who ratted him out, they'll be held to pay. Okay, was hat es mit Pierre auf sich? He took off when he was just a kid and joined the Legion. Came back home recently leading a bunch of marauders. Broke his papa's heart. Luke still loves his son. Still sticks up for him, even after Pierre killed our friend Tine. Sometimes I am wondering. But no. Luke wouldn't betray his old friend, would he? Nö. Weißt du irgendwas über den Präsidenten? No. I am sorry. Politics doesn't concern me. My neighbors and I, we haven't seen anything good come from the government. The goddamn president. He can die or live forever. I don't care. Ja, so denken viele, ne? Welche andere Söldner waren dann noch hier? Some buffoons who tried to look tough, but mostly failed. I asked them to give us a hand with another gang, but they said they were too busy with some important mission they had. Good. Maybe they already killed bad guys and now we have easy job. They had a shiny new boat with the Adonis logo on it. But I don't think they were the corporate type. I told them they could just hire me to give them a ride. These waters are treacherous. But they didn't listen. Ja, sind jetzt tot oder was heißt das jetzt? Wir brauchen auch ein Boot. Well, I'm available for charter, but I'll make you a deal. If you take care of our problem with the Legion, I can give you a discount on my fee. When you're good to go, just open the map and show me the route. And I'll get old Betty gassed up and ready for travel. Keep in mind that once I drop you on the mainland, I'll be heading back home. You can rent another boat from any port sector on the mainland. Das hört sich ja eigentlich schon mal positiv an. Au revoir. Mhm. Ich denke mal, wir müssen erst hier noch diese Mission machen. Da fehlt ja noch ein Bereich, der noch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist irgendwo auf dem Festland verschollen? Ein Boot? Also, ich persönlich würde sagen, da sind jetzt gerade so viele Sachen aufgeploppt, dass wir hier mal erst einen kleinen Cut machen und dass wir dann so die nächste Stunde in der nächsten Folge mal schauen werden, wie wir den Leuten hier helfen können, weil denen muss geholfen werden.
Das sind alles so herzergreifende Storys und wir sind taffe Söldner, die zwar kurz vorm Sterben stehen, aber die natürlich mit anpacken, ne, weil wir ja gut sind. Wir haben ja auch abgelehnt, weil wir ein Gewissen haben. Im Gegensatz zum Epi, der das Geld haben wollte. Ich will immer noch das Geld. Ich bin jung und brauche das Geld. Ja, und halb... Nee, stimmt gar nicht. Ich bin halb tot. Deine Leute sind ja noch gut davon gekommen. Ja, deshalb brauchst du auch kein Geld mehr, weil du ja halb tot bist. Ja, super. Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.